Und es geht weiter zur Welt von Drakensang Online mit PvP-Eroberung der Flagge. Na, gesehen, wie ich das Reittier herbeigerufen habe, mit einer Taste ohne im Inventar herumzusuchen. Ja, das werde ich heute ein bisschen ausprobieren. Da gibt es nichts großartig auszuprobieren. Wahrscheinlich werde ich das dann gar nicht weiter verwenden so. Denn bei Eroberung der Flagge stirbt man ja... Also, man hat nach dem Tod sowieso Zeit, hier wieder umzurüsten. Das Einzige, wo man es machen könnte, wenn ich jetzt im Laufen bin, sagen wir mal. Ich laufe, rüste um, R. So geht es eventuell ein bisschen schneller als dann noch hier mit der Maus rüber, rechte Maustaste. Mal schauen, muss ich mir erstmal so angewöhnen. Ich habe es mir auf die Taste R gelegt, nicht weil R zufälligerweise für Reittier steht, sondern weil es beim Zeigefinger hier direkt in der Nähe ist und das passt für mich. So, ich bin jetzt bei Blitz. Erstens wurde mir gesagt, so, das ist eine schöne Abwechslung und außerdem will ich nicht immer umrüsten, weil das doch ins Geld geht. Habe ich da gerade schon wieder so ein Knacksen gehört im Sound? Nein, auch im PvP. Ich dachte, das gibt es nur beim Looten von Event-Dingern und so. Mann, Mann, Mann. Schade. Okay, hier hat schon einer von... Ach komm, hörst du wohl auf, meine Singu zu unterbrechen? Alles klar. Nimm doch die Flagge wieder und lauf los. Nicht so viel Zeit verschwenden, mein Freund. 14.000. Ach, das sind... Wir haben den 40er, das sind nicht 45er dabei. So ist das also. Verstehe. Okay. Na dann, und wir sind sogar 5, aber die jetzt auch. Das mag ich auch ganz gerne mit dem Blitz. Wenn hier der Buff ist, dann fliegen die Leute oder springen die Leute natürlich da logischerweise rüber. Und da kann man schon vorher hier einen Blitz hinzaubern. So, jetzt drücke ich R. Aber im Prinzip hätte ich es auch mit der rechten Maustaste. Das hätte hier kaum bis wenig Unterschied gemacht. So, ich stehe hier mal kurz drin. Oh, hi, da kennt mich jemand. Nett von dir, Stufe 40er. Ach, warum ist das so? Ich würde nicht drauf klarkommen, als 40er hier gegen die Leute zocken zu müssen. Ich meine, gut, im Gegnerteam ist anscheinend auch hier ein 40er sogar dabei, aber trotzdem. Es macht doch keinen Spaß. Das kann doch keinen Spaß machen. Elo, du bist gemein. Auf der anderen Seite ist die Frage, würde man lieber... Oh, der hat gesessen. Auf der anderen Seite ist die Frage, würde man lieber lange Wartezeiten in Kauf nehmen? Oder findet man es doch in Ordnung, dann... Sorry. Sorry, Mann. Das war gerade nicht meine Absicht. So, würde man es in Kauf nehmen, kürzer zu warten, dafür auch mal so eine Runde dabei zu haben. Aber wenn es dann nur solche Runden sind, das wäre natürlich großer Mist. So... Okay, dann würde ich mal sagen, ist es Zeit für ein bisschen Rumgeblitze? Nein, nicht die hier. Ach, immun, stimmt ja. Da war ja was. Da war ja auf jeden Fall was. Boah, 19k. Da hat jemand noch schlechter Resists als ich. Was habe ich gesagt? Noch schlechtere, meine ich natürlich. So... wenn die jetzt nur darauf laufen würden zu dem anderen und nicht alle vier wie Bodyguards bei mir stehen würden, dann wäre das eine feine Sache. Genau. Aber sowas mag ich nicht gerne, wenn hier schon wieder jemand ankommt und hier irgendwie meint, give me is my flagwe is my magwe, give me. Ich hätte sie ihm echt ganz normal gegeben. Aber wer so zockt, sorry, der hat es dann nicht so ganz verdient. Der hat was ganz anderes verdient. Hier, der macht ja gar nichts. Das mag ich ehrlich gesagt nicht so. Alles klar. Mal schauen, hat er sie jetzt verloren? Ich glaube schon und gesichert. Sehr fein. So, genau, im Laufen ist es echt praktisch. Muss ich sagen. Egust Nague. Was hier? Der findet neue Dinge. Egust Nague. Ich weiß jetzt nicht, ob der Deutsch spricht oder... Keine Ahnung. Ich habe meinen Spaß. So. Und würde sagen, dass mir die Crits gerade ziemlich viel Spaß bereiten,
Aber wenn er nicht losläuft, so jetzt versuche ich es aber selbst einfach, den aufzuhalten, wenn alle anderen nur am Nachlaufen sind. Oh, er macht was. Er macht sogar was. Das ist ja mal ein Ding. Nö, kannst du knicken. Das Thema hatten wir schon. Das Thema hatten wir schon. Das kannst du jetzt knicken. Deine Chance hast du dir hiermit leider verspielt. Sorry dafür, Bro. Aber ich bräuchte keine 4 Leute zur Verteidigung oder 5 sogar. Ah, das Knistern. Wodurch wird das ausgelöst? Das kommt einfach manchmal immer irgendwie. Keine Ahnung, wodurch das ausgelöst wird. Aber es tut dezent weh. Nein. 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 Das war mein Fehler. Das war ziemlich schlecht. Ah. Da hat mich so ein Zwerg gekillt. War der wenigstens 45? Ansonsten wäre es ja noch schlimmer für mich hier. Ja, war er. Bannerträger sogar. Oh Mann, ich hatte die Flagge. Ich war fast voll, glaube ich. Das hätte nicht schief gehen dürfen. Das war eine sichere Sache. Dann soll er eben mal nehmen. Ich nehme ja nur, weil sonst niemand nimmt von uns. Tut wieder niemand. Muss ich wieder nehmen. Keine Ahnung, wo sich der rumtreibt, aber auf jeden Fall nicht so ganz bei der Flagge. So, obwohl ich glaube, ich habe das... Ja, nein, ich habe keine Ahnung. Das regt mich auch gerade auf, der Reapers. Das ist sowas von schrecklich. So, die Sache ist, was wollte ich denn sagen? Jo, ich habe das unterschätzt. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Obwohl ich dachte, ich muss sowieso immer ins Inventar. Aber in manchen Situationen hat es auch seine Vorteile. Wenn man, jetzt muss ich mal anschauen hier. Wenn man direkt mit einem Hotkey, übrigens in Optionen kann man es belegen. Hier. Wenn man direkt mit einem Hotkey wechseln kann, ist durchaus praktisch. Und mit wechseln meine ich natürlich... Ah, schon wieder. Mit wechseln meine ich natürlich einfach das Reittier einsetzen. Okay. Nein, hör auf. Ich hasse diese Rüstungssenkung. Die ist dezent böse. Dafür mag ich diese 14.000er-Crits. Du bleibst auch stehen, oder wie? Nein. Sorry, ich wollte dich nicht veräppeln hier. War nicht böse gemeint. Ah, Potion. Was? Boah. Also Potion von uns sogar. Meinte ich. Und was war denn da los? Das waren diese Geschütztürme. Ach, dass man die, also die Sprengkugeln, dass man die nicht stunnen kann, ist ein bisschen doof, ein bisschen schade. Übrigens, genau durch einen Fehler kann man hier auch sogar seine Kostüme rausziehen. Auf diesen Slot. Das heißt, die könnten es sogar jetzt ganz einfach so machen, dass man irgendwie, keine Ahnung, da alles rauszieht, technisch anscheinend keine große Hürde. Fände ich... Ach, der Meteor löst das aus, oder wie? Nein. Hat das die Meteor ausgelöst? Irgendwie kam das gerade oder zufällig auch beim Meteor. Das Geräusch, dieses Knistern. Das habe ich jetzt... Ah doch, ne, passt wieder. Ich dachte schon, ich habe gefailt. Ich habe den Sound auf 6% im Windows. Auf 6%. Und ich höre es noch immer. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht mehr ganz normal. So. Jetzt lässt er die Flagge hier. Ich nehme sie bestimmt nicht. Ich lass mir nichts sagen. Egoist oder keine Ahnung was. Wenn ich die Flagge nach Hause trage, dann ist es meine. So. Na gut. Das, wie lange war das? Uno momento. Das war noch kein Video. Da kommt noch eine Runde. Und zwar... Doch, passt. Nervt nicht mehr so, rechte Maustaste immer hier so zu drücken. Das ist in Ordnung. Alles klar. Dann würde ich sagen, schneide ich mal. Und da habe ich jetzt ziemlich schnell geschnitten, sodass direkt eine neue Runde beginnt. Und zwar... gegen die Armee der Drachenkrieger. Aber sowas von... Ich mache nur Scherze und es sind tatsächlich 4 im Start. Das wird lustig. Ah, da kann ich mit meinem Blitzstab einpacken gehen.
bei den Resists von den Drachenkriegern. So. Kommt da irgendjemand? Die Sache ist... ich hoffe... Ah, das ist unser Freund und Helfer, der Kollege von vorhin eben. Sehr fein. So sieht man sich wieder. Was machen die denn? Autsch, das war irgendeine Supernova. Da stand gerade niemand in der Flagge, soweit ich das gesehen habe. Yes! Oh, das ist auch ein 40er, soweit ich das gesehen habe. Und die haben aber trotzdem nicht erobert. Herr Ober, ich würde gerne erobern. Der war schlecht. Und zwar so richtig. Und hier war die erste Flagge von unserem Petar 0. Sehr schön. Der hat mir sogar Hi geschrieben, also der scheint mich zu kennen. Hallo an dich, falls du das siehst, wovon ich aber nicht ausgehe. Denn nur weil mich die Leute kennen, heißt es noch längst nicht, dass sie meine Videos schauen. Habe ich schon häufig festgestellt, so irgendwie, ich bin bei PvP-Folge... sorry, ich dachte, du willst sie. Ich bin bei PvP-Folge... Hast du nicht gesehen, 130? Und die Leute fragen so... Hey Schilling, wann kommt PvP-Folge 110? Und ich so... Huch, habe ich was verpasst? Ach, das waren gerade 10k, oder? Schöne Zweihandwaffe. Schöne Zweihandwaffe. Und das wird wohl eine ziemlich schnelle Runde. Das war wohl eine Kampfansage von dem Typen, aber das kann ich auch. Das ist kein Thema. Das ist ganz easy. So. Ich meine, war zwar, ist zwar doof, wenn ich mich auf dein Niveau herablassen muss. Weil die Leute, die ziehen einem auf ihr Niveau runter und schlagen mich dann dort mit ihrer Erfahrung. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung auf diesem Niveau. Und da kenne ich mich zu wenig aus. So, habe ich da den Buff gehört? Habe ich da einen Buff gehört? Nö, habe ich nicht, aber das wird wohl schon die sichere Sache. Na gut. Oder auch nicht. Nein, Schilling, was machst denn du? Kämpfst nicht mit oder was? Wir hauen dich gleich aus der Gruppe raus. Echt jetzt? Ach, okay. Okay. Aber ich weiß nicht, wo. Sorry, das war gerade echt peinlich. Das war eine ziemlich dumme Sache von mir hier. Aber das weiß ich selbst. Dankeschön, das weiß ich selbst. Ich dachte nur, die Runde ist sowieso schon zu Ende. Hey, was macht denn der? Der will nicht, dass wir gewinnen. Offensichtlich. Denn ansonsten wäre es schon zu Ende, die Sache hier. Sieg! Jawohl, hier ist es jetzt zu Ende. Der Kürbiskopf springt noch rein in den Eisstun. Und da ist sogar einer rausgegangen. Der 40er. Genau, kann ich verstehen. So. Das war Eroberung der Flagge. Hier, ich ziehe den Hund wieder raus. Also. Dieser neue Button ist hier. Und kann... Ist das noch möglich? Hier. Yo, kann man noch machen, aber sagen wir mal Emotes. Nö, Emotes kann man nicht rausziehen. Wäre aber auch fein. Warum denn nicht? Ein universeller Button. Jeder kann sich aussuchen, was er da reinziehen möchte. Emotes, Buffs, hier sowas. Tränke, Begleiter, Reittiere. Alles, was man möchte. Fände ich ganz genial. Ich hoffe, sowas kommt in nächster Zeit. Naja, dieses Video ist erstmal am Ende. Danke fürs Zusehen und ich würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spieletrend. Oh.